Weltpremieren neuer Modelle heben sich die Automobilhersteller gerne für internationale Messen auf. So auch die Stuttgarter Sportwagenschmiede Porsche. The new 911 Targa 4S. Die große Frage ist ja immer, wenn jemand mit dem Porsche hier sein Leistungspotenzial nicht ausreizen kann, weshalb kauft er ihn dann? Porsche ist einfach auch ein Ausdruck von einem gewissen Lebensstil. Und diesen Lebensstil, den bringt man mit Kalifornien ganz gut zusammen. Das Thema Genuss, das Thema Design, das Thema Innovation, das ist alles etwas, was zu Kalifornien gut dazu passt. Und deswegen ist mit diesem Fahrzeug 911 und speziell mit dem Targa hier, kommt einiges zusammen. Der 911er ist die Ikone von Porsche. Der Sportwagen begeistert seit Generationen. Der Targa, die Modellvariante mit der speziellen Dachkonstruktion, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Der Targa kombiniert eigentlich in unserer Meinung recht gut diese klassischen Stilelemente, die er eigentlich aus dem Auto aus den 60er Jahren übernommen hat, jetzt mit der modernen Technik, mit der einfachen Bedienbarkeit. Aber halt auch mit der total schönen Technik, mit dem Styling, das extrem gut ankommt und sehr viel Feinheit im Detail. Porsche zeigt hier in Los Angeles seine gesamte Modellpalette. Auch Rennsportderivate dürfen nicht fehlen. Neueste Variante? Der neue Cayman GT4 Clubsport. Wir machen Motorsport seit dem ersten Tag, seit es den ersten Porsche gibt und führen diese Tradition fort und führen sie jetzt eben auch erstmals wieder mit einem Auto fort, der nicht 911 ist. Der Mittelmotorrenner mit 385 Pferdestärken ist für den Motorsport-Einsteiger gedacht. Für den Straßenverkehr ist er nicht zugelassen. Mit der Messepremiere startet auch der Verkauf des neuen Rennfahrzeugs. Ja, im ganz Wesentlichen natürlich haben wir Fahrwerk, Sicherheit angepasst, Tanksystem, Überrollbügel ist eingeschweißt, ein entsprechender Sitz ist drin, das Auto ist leergeräumt, so wie sich das gehört. Technisch ist die wesentlichste Änderung, dass wir ein PDK-Getriebe mit 6 Gängen drin haben. Das heißt, das automatisierte Schalten über Schaltwippen am Lenkrad ist möglich. Der Porsche-Stand auf der LA Auto Show ist ein Muss für jeden, der Benzin im Blut hat.